Hallöchen, Hallöchen zusammen. Wir sind wieder da. Auf der falschen Schiffswerft. Verdammt noch eins. Gibt's da ja nicht. So, aber ich habe jetzt eine Idee. Wir gehen jetzt mal zum NPC und fragen mal, wo der Fraktionsrepräsentant rumschlummert. Also bei den... Rumschleicht. Naja. Achso, hallo hier aus dem Paralleluniversum. Genau. Ach stimmt, die wollen mir ja nicht helfen. Da muss ich ja zum Managa. Dann werde ich mal den Managa besuchen. Der Büro. Der Büro. Der Gerät. Der hat mich falsch teleportiert. Büro des Managers. Ah, jetzt. Jetzt bin ich richtig. Ja, doch ein bisschen... Bisschen buggy. Aber das kennen wir ja nicht anders. So. Wo finde ich? Weg zu Fraktionsrepräsentanten. So. Sehr schön. Und da fliegen wir jetzt hin. In der Hoffnung, dass der auf einer Schiffswerft ist. Der ist ja immer auf irgendwas Besonderem. Flip. Oder auf einer Handelsstation. Oder irgendwo anders. Oder. Ich will ja erstmal wissen, wo ich hin will. Ja, und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wie viel Kristalle ich einsammeln muss. Das ist gecheatet. Oder Quests machen muss. Nein, das ist offizielle Hilfestellung von Egosoft, ja. Gucke hier Tutorial. Geld verdienen ist Kristalle. Aufstehen, nee, abdocken. Wobei, hier sind gerade Quests. Torwache mache ich nicht. Unbezahlbares Kunstwerk. Nein. Oh. Gibt nix. Gibt einfach nix. Fliege zu Tarkas Schlucht. Das machen wir jetzt. Sprungtor, frag mich, wo diese... Hast du eigentlich schon Flamme des Triumphs gefunden? Nee, das Flamme des Triumphs klingt nach deinen. Nee, das ist tatsächlich das einzige freie Familiensystem, das ich gefunden habe bis jetzt. Nee. Das habe ich noch nicht entdeckt. Ich soll da lang. Aha, und dann dahin. Okay. Ja, das machen wir mal. Aber ich habe ja schon Ausrüstungsdock, ich habe XL-Schiffswerft. Jetzt muss ich nur noch die kleine finden. Und dann habe ich doch alles. Alles Wichtige. Und der Rest, der wird sich nach und nach freischalten. Ich trau dem Autopiloten. Ich... Was? Reisemodus abgebrochen? Was macht... Oh. Was? Jetzt zieht er wieder an. Was? Was macht er hier? Du musst da rum. Da durchs Tor. Da. Oh. Ist okay. Nee. Hier mache ich den Autopilot mal aus. So, Reisemodus an. Unbekanntes Objekt. Der Reisemodus geht aus, wenn ich auf der Karte hier. Nee. Na, hätte ich mal nicht auf dich gehört. Kleider aus. Kannst du das kannst du abstellen in dem im Menü. Nee, das stelle ich nie ab. Das ist jetzt gut so. Und rausche ich da irgendwo rein. Mit Autopilot ist es ja okay. Mach ich so oder so immer überall. Was, reinrauschen? Ja. Okay. Im Rausch reinrauschen. Alter, was stimmt mit den Argonen nicht? Das ist eine Flotte von 32 Jägern. Was? Ja. Direkt angreifen. Mit meiner Schaluppe. Mir reichen schon 2 Jäger. Und dann fluchte ich. Fluchte. Oh, hier schon wieder rot. Nochmal rot. Oh, alles rot hier. Stirb, sagt er.
Nee, 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 nee. Heute nicht gleich. Ah, hier, durch einen Beschleuniger. Beschleunigen wir mal. Jetzt aber schnell. Oh, feindliches Konstruktionsschiffle. Die wollen ja hier nicht schon wieder irgendwelche feindseligen Dinge bauen. Nicht, ich traue mich nicht. Unbekannter Sektor. Ich traue mich hier nicht mehr zu boosten, weil ich nicht weiß, was hinterm Tor ist. Oder hinterm Beschleuniger. Wow. Um es zusammenzufassen, nichts Gutes. Kam mir sehr nah, der Gegenverkehr. Helium-Raffinerie? Alles klar. Raketenbauteilefertigung. Oh, hier sind sehr viele Fabriken, Stationen. 1, 2, 3, 4, 1000 Stück. Aber ich will da hinten hin. Und da ist der Fraktionsrepräsentant. Der neuen Rang kriege ich ja noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Du nun in Schwierigkeiten sein. Was? Du nun in Schwierigkeiten sein? Oh, das ist... Ja, das ist eine Schiffswerft. Huhu. Sehr schön. Unfeindliche Schiffe. Überall. Ach, hey, alles voll hier. Ach, nur ein Ausrüstungsdock. Oh, nee. Bitte nicht. Hier schon wieder alles voll hier. Andockerlaubnis erteilt. Ich muss bis dahin kommen. Aber die docken ja auch. Die Feinde docken hier auch an. Also, die sind nicht feindlich. Das finde ich nicht nett. Boah, hier ist ja... Im Hangar ist alles rot. Haufen rote Schiffe. Aber das ist hier entmilitarisierte Zone, hoffe ich. So, angedockt. Ich lebe noch. Hurra! Ja! Naja, ich kann ja mal gucken. Was kann ich denn hier? Willkommen. Kleine Schubdüsen. Oh ja, Gefechtsschubdüsen. So viel habe ich nicht. MK2-Schilde. Ja, fehlt mir der Rang. Waffen. Ach, ich habe eine Neutronen-Gatling, für die ich nicht mal einen Rang habe. Die ist bei mir drin. So, wo sind denn hier die Werte? Ah, Enzyklopädie. Schildschaden, Hüllenschaden 0. Gegen ein abgeschirmtes Ziel. Hüllenschaden, alles 136. Okay. Oh, der kostet 100.000. Ja, macht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Schaden. Aber dafür werde ich jetzt nicht das ganze Geld ausgeben. Nein. Nein, nein, nein. So, aufstehen. Gehen wir mal hin. Gucken wir mal, was so die Preise sagen. Flip. Wo ist der jetzt hin hier? Zeigt er mir an. Ach, ich frame sie wieder im Keller. Zu viel Bewegung. Das war wohl nix. Tribun, hast du das Problem auch, dass der Transporter dich manchmal nicht dahin transportiert wurde, willst? Ja. Das ist ja auch ein seltsames Problem. Ich
möchte eine Blaupause kaufen. Zeig mir deine Lizenzen. So. Polizeilizenz. Okay. Brauchen wir nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Module, Schiffe. Ja, das ist ja. Was? Oha. 172 Millionen nur für den Bauplan. Ah, das brauche ich erst später. So, Ausrüstung. Gibt es hier gar keine Fabriken? Klapperschlange Hauptgeschütz. 10 Millionen. Läppchen, hol gleich zwei. Genau. Das lassen wir mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Natürlich kann er eh noch nicht. Kann ja noch nichts. Bin ja noch nichts. Bin noch keinen Namen gemacht. Technikabteilung, Manager brauchen wir auch nicht. Hier mal wieder. Wieder hier hin. Also tatsächlich wieder nichts gefunden. Gestohlenes? Nee. Boah, hier ist ja alles voll roter. Uiuiui. Doch, du hast Feinde gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich kann ja, gar nicht mehr starten. Oh, da ist noch eine Staffel. Ich bleib, glaube ich, auf der Station. Für immer. Für immer. Wird aber ein bisschen eintönig, dein Let's Play dann. Na, dann mache ich keins mehr. Ich werde Ihnen nicht helfen. Der hilft mir wieder nicht. Dabei nochmal zurück. Gehe ich mal zum Manager. 79, bitte 28. 79, bitte 28. Warte ja drauf, dass die Stationsdurchsage mal sagt, wer da, was machen die denn, die Kondome? Weg zu Standort Schiffswerft. Jetzt die Informationen. Das ist doof, der schickt mich dann wieder genau zu der Schiffswerft, die ich schon entdeckt habe. Oh, das ist aber auch schwierig. Schwierig ist das schon. Ja, es ist schwierig. Also, schwierig. Aber ich finde. Kann ich eigentlich. Enzyklopädie? Schiffe, Kampfschiffe, Träger, Jäger und Hilfsschiffe. Drache zum Beispiel. Hergestellt von Patriarchat Zyat. Aha. Drache Plünderer. Da steht aber nicht, wo man es kaufen kann. Schade, schade, schade. Militär. Waren, Blaupausen. Dockmodule, Verteidigung, Wohnmodule, Lager, Produktionsmodule dann wahrscheinlich. Nee. Ach, Jemini. Fertigungshangar für L, ja. Da steht, was es kostet. Ich wüsste gern, wo ich das finde. Split grüßen. Ja, hi. So. Ich speichere mal. Stimmt, du hast recht. Schiffswerft war für die Großen und ein Raumpier war für die Kleinen, wa? Nur genau. Ah. Oder Raumdock. Oder Raumdock. Weil die heißen Split Raumdock, die Kleinen. Kann ich danach suchen? Die Kleinen und die Ausrüstungsdock heißen Ausrüstungsdock. Da muss ich gleich nochmal den Manager fragen, was der dazu sagt. Bitte den Manager sprechen. Genau, ich möchte bitte den Manager sprechen, ohne zu klopfen. Oh, jetzt sind hier mehrere Leute. Ah, ich dränge mich mal vor. Hallo. Wo finde ich Schiffshändler? Sende Ihnen jetzt die Informationen. Mehr hat er ja nicht.
finde Gutzend. Alles klar. Sehr schön. Ich bin mal gespannt. Also ich soll jetzt erstmal abdocken. Vielleicht klappt's ja. Also schick ist mein Schiffchen hier schon. Aber es hält halt einfach mal gar nichts aus. Das Hallo. Huhu. So, und abdücken. Oh, und hier ist alles rot. Alles rot. Split dich zerstören. Also Reisemodus schon im Hangar anwerfen. Ach, hier wird auch noch... Hier ist ja alles rot. Ich glaube, ich muss mich hier... von dannen machen. Ach, ich soll da wieder andocken, oder was? Nee, das glaube ich nicht. Sonst hätte ich ja gesehen, dass ich Schiffe kaufen kann. Kann ich ja nicht. Das ist schon mal Quatsch. Keine Chance haben. Split dich zerstören. Split dich zerstören. Okay. Dann werde ich hier einfach mal ein bisschen was erkunden und freischalten. Ich sag mal, wenn ich jetzt alles systematisch freischalte hier, finde ich das ja zwangsläufig auch. Komplex für veredelte Güter. Komplex für veredelte Güter. Waffenkomponentenfabrik. Waffenkomponenten. So viele Feinde. Unbekannte Station. Was ist das hier für eine Station? Nanotronik. Du sollst besserer Pilot sein als du. So, schauen wir uns die da hinten mal an. Bei so vielen Feinden ist es auch schwierig, mal so eine einfache Reparaturmission zu machen. Weil steigst du aus deinem Schiff aus und auf einmal kommt schon eine Flotte an. Komplex für veredelte Mikrochips. Dann vernichte die Flotte doch. Ah, okay. Du als. Es ist tatsächlich leichter gesagt als getan. Ich weiß. Hallöchen. Jetzt habe ich überlegt, ob ich jetzt mal aus dem Reisemodus rausgehe. Nein, wieder alles rot. Aber da hinten ist der... Da ist der Beschleuniger. Hier ist gerade keiner. Ah, wie ich das hasse. Oh, so viele, so viele. Irgendwohin unterwegs bist und dann mit einem macht's blub und du bist wieder in deinem Raumschiff. Da ist noch so viel. Wie kann ich denn jetzt hier... Wie kann ich denn hier eigentlich umschalten? Ach so, einfach so rüber. Oh, da ist was Rotes. Ich hopse mal. Autopilot eingeschaltet. Dahin. Jetzt schaue ich mir mal an, was es da so Schönes gibt. Ich mache das jetzt systematisch. Hier sind die Kristalle, müsste ich auch noch verkaufen, die ich gestern gesammelt habe. Gibt dir gute Geld.
Inventar. 19 Stück, Gesamtpreis 285.000. Mhm. Du hier nach Hause gehen. Wieder alles rot hier. Oh, ist das ein Beschleuniger? Sieht aus wie einer. Unbekanntes Objekt. Komme ich gleich wieder zu einem unbekannten System. Unbekannte Station. Oh, was ist das? Ach nee, das ist nur... Stirb! Stirb! Die sind immer so unfreundlich. Boa. Unbekannte Station. Ich will erstmal die Station hier abgrasen. Was? Autopilot. Eingeschaltet. Unbekannte Station. Autopilot. Ausgeschaltet. Was sind aber so die Bäden hier? Das ist nur eine. Grafenraffinerie, okay, das war eine. Dann bleiben wir mal stehen. Ich hoffe, wir sind gerade keine Feinde. Ne, hier ist gerade Ruhe. Okay, schauen wir mal. Da haben wir alles. Da fehlt noch eine, da noch eine, da noch eine. Letzte. Oh, dann mal auf zum Beschleuniger. Mal gucken, wo uns hin beschleunigt. Unbekannter Sektor. Nicht mehr lang. Tribun, such mal in den Feindsektoren für dich. Also bei den Rebellen. Da. Nein. Nö. Das fällt mal aus. Ausgeschaltet. Nee, ich traue dem Autopiloten nicht. Ansehen verloren. Agonische Föderation. Grund: unautorisierte Tötung. Nein. Nicht mal autorisierte Tötung. Ich wollte gerade sagen, der Patriarchat hat gesagt: kill them all. Genau. Macht das, also ist es doch autorisiert. Geil. Erreiche Tarkas Schlucht. Ach, du Kacke! Weg hier! Oh, es schießt schon alles. Oh, ich will damit nichts zu tun haben. Schnell Reisemodus an, weg hier. Ich bin gerade in einem Xenon-Sektor gelandet. Nein! Ich mit meiner Nussschale hier. Nix ist. Lalalala. Aber wenn die mich auch noch verfolgen, dann kommen die jetzt hier alle in den Sektor rein. Muss er jetzt nicht sehen. So. Oh, da gibt es schon wieder Verfolger. Die Beden habe ich schon. Die habe ich noch nicht. Ach ja, das dauert, bis wieder das ganze Universum erkundet ist. Das dauert. Split-Denkenden fliegen wie Anfänger. Ach, Herr Jemine. Schnell weg hier, schnell weg hier. Geht schon wieder los. Alles rot. Unbekannte Station. Hast du dir mal die Missionen durchgelesen? Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir ähnlich sind wie bei mir. Ich kriege hier die ganze Zeit Missionen. Zerstöre so und so viel. So 10 bis 20 Schiffe mit der und der. Moment, wie schreiben sie es?
Den Angaben entsprechend. Die Angaben sind feindlich. Aha. Oder Fraktion Republik Antigone, beliebiges Schiff. Einfach alle, die ich finde, weg. Ich habe ja nur noch da die Innenstation. Die suche ich noch und dann habe ich den hier fertig. Nee, ich gucke mir solche, also Killquests und sowas gucke ich mir noch gar nicht an. Was Quatsch ist, guck mal, mit meiner Ehrenwaffe hier, da habe ich mit den kleinsten Schiffen schon zu kämpfen. Da suche ich mir lieber hier Datenleck reparieren und vielleicht noch Satelliten reparieren, falls es die noch gibt. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, die gibt es tatsächlich. Leerer Raum, warum kann ich die Unbekannte Station. Autobahn ausgeschaltet. Sensorbündel. Schnibbeldi-dipp. So, dann haben wir hier alles. Dann fliegen wir erstmal dahin. Autopilot eingeschaltet. So, der macht das jetzt alles von alleine. Da kommt nämlich schon wieder der nächste hier. Chimäre. Jetzt guck mal, wie viele Sektoren habe ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wird es da der 8. sein? Ich würde lachen, das ist genau da. Immer genau da, wo du zuletzt suchst. Murphys Gesetz. Ach, Mann, oh. Ja, hast ja recht. Split-Schiffswerft. Ne, ich werde hier hin, hier alles machen und dann hier oben. Weil das sieht... Das sieht da unten... Oha. Da sind ja... Ach, gefühlt 100 Stationen. Torwache. Nee, das kannst du knicken. Torwache ist doch nur Satelliten hinschmeißen. Ja? Echt? Torwache? Ja. Autopilot ausgeschaltet. Oh. Erreiche Tarkas Schlucht. Eieieiei. Spaß sah ich dazu. Du Scheiße. Was? Ich bin gerade durch ein Tor gesprungen und auf diesem Radar unten in der Mitte, ne? Wurde es einfach rot. Ja. Xenon-Sektor? Nein. Also bei dir ist ja alles feindlich. Bin in einen Argonensektor gesprungen. Der genau... Hallo, wieso ist der hier? Was, der Argonensektor? Ja, der ist genau so gesehen nördlich von allen Sektoren, die ich hier habe. So, über den Split-Sektoren vom Patriarch, eins drüber, Argonensektoren. What? Warum? Okay. So, ich muss mir tatsächlich mal aufschreiben, Tarkas Schlucht. Ja. Tarkas Schlucht 16. Das ist nämlich mein zukünftiges Kristall. Sammelgebiet. Um das Geld zu bekommen für das nächste Schiff. Aber wahrscheinlich habe ich das Geld dann schon automatisch zusammen bei der Suche nach der Werft. Das ist wahrscheinlicher. Ich habe, glaube ich, gerade sogar was blinken sehen. Nein. Wir machen jetzt hier schönes Exploring. So, Flupp. Ich weiß ja, wo soll ich denn hier anfangen? Dann gehe ich schnipp. So. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot brauchen wir nicht. Machen wir das jetzt so. Was ist das da rechts? Was ist das da?
Die sieht ein bisschen größer aus. Wir werden alles freischalten. Alles. Ist auch die Frage, gibt es mehr... Oh, da hinten ist ein Beschleuniger. Gibt es mehr neutrale Sektoren? Ich hätte gerne hier in der Nähe einen neutralen Sektor, damit ich mich da breit machen kann und die freien Familien unterstützen kann. Medikamentenfabrik. Das ist Wunschdenken, mein Freund. Ja, das ist Wunschdenken, richtig. Lass mich doch mal was wünschen. Also ich habe hier einen freien Sektor gefunden gehabt, aber den haben jetzt bisher die Argonen eingenommen. Unbekannte Station. Von. Aha. Finde ich jetzt persönlich sehr frech. War natürlich der schon im Hauptspiel Napoleons Glück 6 ist auch frei. Aber da musste er erstmal hinkommen. Vor Lachen. Vor Lachen. Ja, ich fand das jetzt ganz witzig. Ach, Raumdock, da ist es doch. Da ist es doch, Mensch. Schiffe kaufen. Jetzt kann ich mir das hier direkt angucken. Schön. Bevor ich das mache, werde ich speichern. Ich bin nämlich mitgekostet. Ich glaube, es haben wirklich die Preise nach oben gezerrt ohne Ende. Aber ja, ist okay, weil... Was ist das sonst mit dem ganzen Geld, das du hast, ne? Genau. Also jetzt ja noch nicht, aber so. Also auf jeden Fall ein M. Wie noch nicht? Verstehe ich nicht. Corvette brauche ich erstmal die Einsatzlizenz für Militärschiffe. Die Corvette. Zeig ich mal her. Ja. Ja, ja, ja. 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 Definitives Ja. Ist in Ordnung? Ist in Ordnung. Fehlt mir natürlich noch der Rang. Da muss ich jetzt Rang farmen. Ha, mit dem Schiff hier. Ihr wollt mich doch verklapsen hier. Einfach zivile Schiffe an den... Ne, wie war es noch schnell? Musst du einfach nur die zivilen Transporter an den Raumstationen zerstören. So hieß es mal. Stimmt, die roten, die ab und zu mal auftauchen, ja? Ja. Ja, das dauert ja ewig. Ja. Greife hier einfach eine Argonenflotte an. So, bumm. Na, wenn hier mal Argonen wären. Oder Xenon halt. Aber die sind hier gerade ziemlich rar gesät. Einen kleinen habe ich ja schon entdeckt. Aber mit der Ausrüstung hier ist das echt ein Witz. Warte, bis du einen Kark findest. Hahaha. Ja. Königinwächter. Mhm. Die machen jetzt irgendwie mehr Schaden. Nee, brauche ich nicht. Die machen Prunz, 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 Prunz. Und dann hörst du Betty nur noch sagen: Hülle beschädigt. Prunz, Hülle Prunz, kritisch Prunz, beschädigt. Prunz. Und das Ding macht einfach weiter: Prunz, Prunz, Prunz. Ah, schön. Ich fliege jetzt erstmal hier durch diesen Beschleuniger. Ach, wo führt der nur hin? Wollt's mir gleich sagen? Hast du bei dir eigentlich die Tipps eingeschaltet oder ausgeschaltet? Weiß ich nicht. Ich glaube an. Der Beschleuniger ist ja nicht aktiv. Das ist ein toter Beschleuniger. Aha. Roffel. Mofa. So. Liefere Konstruktionsmaterialien für unsere Stationen. Aha. Nee, meine ich. Mach ich nicht. Ah, da ist doch. Das ist doch dann wieder irgendwas, was denn für später ist. Wow. Da kommt er bestimmt noch mit einem Update, DLC, Gedöns, Dingens. Kommt da bestimmt noch was Neues.
Aber warum soll hier ein Beschleuniger sein, der inaktiv ist? Für die Atmosphäre? Ha. Vielleicht wird der ja in der Split-Story dann freigeschaltet irgendwann, um zu den feindlichen Sektoren zu kommen. Nee, ist ja Quatsch. Na, irgendeinen Grund wird's haben. Unbekannte Station. Drohnenbauteile fertig. Ausgeschaltet. So, dann schauen wir mal. Torwache. Stelle auf. Einmal Satellit an Zielposition. Den Satellit muss ich ja dann selber kaufen erstmal, ja? Ja. Was kostet der? Apple und Ei, keine Ahnung. 6.000 kostet ein normaler Satellit. 6.000 paar zerquetschte. Kriegst du überall? Überall an jedem Raumdock, Ausrüstungsdock und Schiffswerft. Achso. Ah ja, alles klar. Ja, ich erinnere mich. Genau. Ich muss ja Ausrüstung und dann muss ich das ja alle... Ja, ich weiß wieder Bescheid. Ich muss mich echt erstmal wieder dran gewöhnen an die ganzen Kladderadatsch hier. So, dann fliegen wir immer. Nicht das auswählen. So. Fupp. Autopilot eingeschaltet. So, dann werden wir die drei mal noch freischalten hier. Wie viele Slots habe ich eigentlich? Da habe ich wirklich nur einen Schiffsslot. Meinst du das jetzt? Einen Waffenslot. Mensch, was erzähle ich denn hier schon wieder? Auf deiner Nussschale hast du nur einen Waffenslot. Och Mann, oh. Warum ist das Spiel so gemein? Lithium-Raffinerie. Sonnenkraftwerk. Autopilot. Ausgeschaltet. Reparaturausschreibung für Datenleckbehebung. 27.000. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Autopilot eingeschaltet. Machen wir. Verdienen wir ein bisschen was und wir kriegen. Okay. Ist ja wieder so weit weg. Und wir kriegen noch ein bisschen ran. Da. Das wird Killquest. Ruhiger Finger erforderlich. Zerstöre. Oh, Minen, genau. Minen. Hm. Ganz bestimmt nicht. Warum nicht? Was ist das hier? Sprungtor. Kenne ich. Also das Lied kostet sogar nur 5.000. 5.069 Credits. Muss ich mal mein Schild runter. Also die Splitstationen, die sehen echt aus, als wären die aus Schrott zusammengezimmert. Ja. Finde ich gut. Ja, das ist auf der Rückseite. Erlaubnis erteilt. Ach Quatsch. So. Jaguar. Raumanzug. Da muss ich wohl noch ein bisschen näher ran hier. Und Ansehen plus 1. Sehr schön. Oh, Schiffchen, komm.
Andockerlaubnis erteilen. Wieder zurück, zurück. Ab nach Haus. So, easy peasy. Wo bin ich? Da. Split grüßen. Ja, Split grüßen. Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Fehlgeschlagener Überfall. Ach, repariere zwei Datenlecks an Siliziumraffinerie. Fraktion Patriarchat Zürt. Ja, komm nur rüber. Was zu reparieren. Das Patriarchat wird dir zeigen, was es heißt, Vakuum zu atmen. Ja, ich will das Geld annehmen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Das ist nämlich an derselben Station, wo ich gerade bin. Das ist halt nur von der Fraktion. Ey, bleibst du mal... Hörst du mal auf, dich hier zu... Ach nee, sind schon wieder Feinde da? Oh ja, und zwar eine ganze Menge. Speichern. Andocken abgebrochen. Also wenn die mich jetzt tatsächlich beschießen, während ich für die eine Mission mache, dann wundert mich gar nichts mehr. Dann siehst du mal, was mit Rebellenabschaum passiert. Genau. Können machen, was sie wollen. Mal, wo waren das jetzt? Ich sehe nicht mal. Ich hab mich total verfranst hier. Ach, da oben. Da ist es. So. Immer noch minus 21 bei denen. Andockerlaubnis erteilt. Oh, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon. Nein! Hülle 31%, Schild 0%, oh Gott. Ich habe gerade ein freies Familienschiff gefunden. Ein Prospektor Jaguar. Also habt ihr doch Schiffe. Haben wir? Eins habe ich jetzt gefunden. Also als Kampfschiff. Ein paar kleine Frachter habe ich schon gesehen. Aha. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Die haben ja mein Schiff komplett zerschossen. Jetzt muss ich erstmal die Hülle reparieren. Wo soll ich denn das bitte schön in Ruhe machen, ohne Geld zu bezahlen? So. Ich bin jetzt erstmal weit, weit weg. Hoffe ich. Ich bleib mal stehen. Hier ist aktuell gar niemand. Na, geh auf hier. Ab in den Raumanzug. Das sieht doch noch so, oder? Ja. Ja, dann mit dem Reparaturlaser draufschießen. Genau. Die Hülle ist ja so gering. Ach, guck mal, 36, 37, 38, 39. Hahaha. Ich hoffe nur, dass niemand kommt. Also wenn man weiß, dass überall Feinde lauern, dann ist das sehr aufregend im Raumanzug. Ach ja. Ich brauche keinen Kaffee mehr. Was ist das? Oha, da sind sie schon wieder. Halt. Nein, nein. Andockerlaubnis erteilt. Na, komm. Oh nee, komm, jetzt backt es auch noch hier. Okay, alles klar.
Ich habe den Piloten so schnell vom, vom Sessel gezerrt, dass der sich in mich reingebackt hat. Ohlala, ich muss fliegen! Genau, ich muss hier weg, hau ab, ey! Schön. Oh, es gibt Interferenzen. Was? Bip. Split Raumdock. Ich gucke jetzt erstmal hier. Vorbeugung. Zerstöre kriminellen Verkehr. Warnzeichen. Stelle auf 9-mal Laserturm. Aha, habe ich nicht. Aber Vorbeugung ist nicht schlecht. Zur Siliziumraffinerie und kriminellen Verkehr zerstören. Das sind doch da diese Schiffe, wa? Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Puh, test dich. Autopilot eingeschaltet. Ach, jetzt muss ich ja wieder zurück. Da, wo die ganzen Feinde sind. Ich bin ja gar mutig. Gar mutig bin ich. Ich wollte erstmal mein Schiff reparieren. Und vielleicht mal gucken, vielleicht gibt es ja noch ein anderes S-Schiff. Mit vielleicht 2 Waffen? Rot. Denken, du fliegen wie Anfänger. Ja. Das ist mein Autopilot, der ja fliegt wie ein Anfänger. Oh, alles rot. Schnell weg. Husch. Haha, tschüssi. Die wenden jetzt und kommen gleich auf mich zu. Autopilot ausgeschaltet. Der blöde Autopilot. Zerstöre kriminellen Verkehr. 5! Okay. Ich hoffe, bis dahin sind die Bösewichte noch nicht da. Hallo? Hallo? Du Split, nicht gewachsen! Dieb, haltet ihn auf! Ja, wen denn? Wo denn? Ziviles Schiff B. Bitte aufhören. Wir geben uns geschlagen. Oh, ich krieg noch nicht mal ein ziviles Schiff zerschossen. Was? Jetzt ist es kaputt. So, das ist Nummer 1. Kurzstreckentransporter C. Ihr Handel ist inakzeptabel. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Und da kommen die Freunde der Sonne. Die lassen nicht von mir ab, das kann ich knicken. Die verfolgen mich, bis ich bin. Denkt dran, man sieht sich immer zweimal. Ja, auf jeden Fall. Die kriegen definitiv noch ihr Fett weg. Zack. Ich fliege einfach nochmal dran vorbei, nur um zu testen, ob der Fortschritt gespeichert wird oder ob ich in der Nähe der Station bleiben muss. Das wäre nämlich nicht so schön. Oh, ich würde so gerne draufhalten hier. Aber mit was denn? Du sterben. Mit meinem Triebwerk kann ich draufhalten.
Ja, machst du ganz heiß. Das ist dann bestimmt unangenehm für sie und sie fliegen weg. Genau. Okay, eins hat er sich gemerkt. Gut. Dann fliege ich jetzt nämlich erstmal zur... zum Raumdock. Und schau mal, ob ich irgendwas Besseres bekomme. Für mein Geld. Split Raumdock. Das ist wieder eine Quest. Ach so, Warnzeichen. Ach ja, gut. Das mit den. Das bringt mir jetzt nichts. Lasertürme, weiß ich nicht mal, ob ich die überhaupt hier rinkriege. Wahrscheinlich nicht. Andockerlaubnis erteilt. Oh, da wird gerade ein Schiff gebaut. Höchstwahrscheinlich mein neues. Ha, 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 ha. Angedockt. Erfolgreich angedockt. Schiff kaufen. Dann gucken wir mal. Also M 17 Uhr Transporter. Schürfer. Ja, brauche ich nicht. Größe S. Aha. Ich habe noch nicht mal die Lizenz für eine Aspis. Und für den schweren Jäger sowieso nicht. Nur Jaguar. Und da sitze ich gerade drin. Also muss ich wohl noch a little bit durchhalten. Jetzt will ich mal gucken. Schilde. Ach, das geht ja auch noch nicht. Ach, jemine, jemine. Na gut, ich verkaufe dann erstmal die Kristalle. Ach, was will ich denn hier immer? Mist. Ich bis dahin. Ne, bei dem kann ich das. Kann ich das auch? Ne, kann ich nicht. Kann ich? Kann ich? Ne, kann ich nicht. Ich hab so einen Schaden. Ja, das Hm ist berechtigt da im Split-Bereich von den Patriarchen keine Asteroiden gibt. Kein was? Keine Asteroiden. Aha, echt? Kann ich helfen? Ja. Bitte sehen. Okay, das ist jetzt nicht sehr nett, ne? Einziger Bereich, der hier in der Nähe liegt, wo es Asteroiden gibt, heißt Matrix 598. Oh, Matrix. Ja, alles klar. Ja, dementsprechend wohlgesonnen sind die Leute, die da wohnen. Die da, wenn da wohnen. Wenn man da gerne was schürfen wollen würde. Also ich kann dir auch das Argonensystem sehr empfehlen. Argon Prime soll um die Jahreszeit sehr schön sein. Also ich werde gleich dahin fliegen und sterben. Ich bin schon einmal durch. Ich bin um Highway durchgepilzt. Phew. Ich habe einmal die Highway-Runde gemacht. Ja, wie soll ich sagen? War nicht ganz so überraschend, wie ich dachte. War einfach alles rot. Die Chimäre ist leicht angeschlagen. Und sie kommt jetzt... Oh, alles klar, wieder reingebackt. Okay. Hallo. Hallo. So, was würde denn eine Reparatur kosten? Wo
Wo steht denn eigentlich hier reparieren? 6000 Credits. Für das bisschen 21% Hülle. Ne, kannst knicken. Das mache ich per Hand. Mache ich mir selber. Genau, ich mache es mir selber heile. Gut, Leute, dann war's das erstmal. Wir sind ja fast bei einer Stunde. Doch ein bisschen Zeit investiert. Aber eine halbe Million haben wir schon an Kohle. Eine halbe Million. Na, und trotzdem noch nichts geschafft. Aber das kommt. Das kommt. Ah, doch, ich bin jetzt schon bei Freie Familie auf 0. Ja, von minus 5 bin ich mittlerweile auf 0. Ja, jetzt bin ich eine 0. Jetzt muss ich nur noch auf plus 10 kommen. Und dann kann ich ja meinen nächsten Rang abholen. Also meinen ersten. Und dann kann ich Militärschiffe kaufen und ja, dann bin ich stärker. Und dann wird's immer besser. Wenn ich nicht mehr flüchten muss, dann hohoho, dann geht's ja mal richtig zur Sache. Ja, aber richtig. Ha. Da, bis dahin muss ich aber noch ein paar Stühlchen essen und noch groß und stark werden hier. Damit fangen wir genau morgen an. Also, macht's gut und bis morgen.